sie ihn von den Israelis weggenommen und beschlagnahmt. Auch Geschenke wurden von den 48er Palästinenser geschickt nach Gaza und die Israelis haben das gehindert. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen, die anständigen, gerechten Menschen auf dieser Erde sich bewegen und sagen, reicht. Sie kamen aus allen Ländern, aus allen Religionen. Es einigt sie eine Sache, die Gerechtigkeit, die Menschenwürde, Menschenrechte gegen Unterdrückung, gegen Ungerechtigkeit. Sie kamen und sagen, wir wollen diese Blockade stoppen. 7 oder 6 Schiffen haben sie vollgemacht. Sie haben auf diesen Schiffen viele Sachen gemacht, 20 Tonnen oder 10 Tonnen, 10 Tonnen von medizinischen Hilfsgütern. Sie haben auch 500 Elektrofahrzeuge für behinderte Menschen, weil nur im Gaza-Krieg, das letzte, 500 sind schwerbehindert. 600 sind schwerbehindert. Also 500 Elektrofahrzeuge und dann haben sie Baustoffe, Holz und andere Sachen und gar nichts, etwas von militärischen Dingen, keine Waffen, nichts. Außerdem, es waren 750 Teilnehmer von 40 Ländern, Teilnehmer und Teilnehmerinnen von 40 Ländern, darunter 44 von den offiziellen Angestellten der Länder, das sind Parlamentarier von Europa und von Ägypten, von Kuwait, von Algerien und anderen Ländern. Sie kamen, was bekamen sie auf einmal? Und außerhalb der, eigentlich in dem internationalen Gebiet, wurden sie angegriffen von einer Eliteeinheit von den Israelis. Es wird erzählt, 19 sind ermordet. 9 offizielle Zahlen. Ein anderer Augenzeuge sagt, dass nur 19 die getötet und viele, die schwer verletzt waren. Und jetzt, meine lieben Brüder, sehen wir, und wir wollen mal sehen, wie diese Leute in diesen Schiffen waren und welche Arten von Menschen. Das waren Menschen von allen möglichen Arten, von Politikern, Künstlern, normale Menschen und Journalisten, die für die Gerechtigkeit sind. Und sie kamen unter diesen Leuten, gab es ein 88-jähriger Erzbischof namens Kubachi. Ein 88-jähriger Bischof ist da. Was ist mit dir, du, der Muskeln hat, der jung ist? Was hast du für Gaza gemacht? Was hast du für Gaza geleistet? Was hast du für Gaza gearbeitet in deinem Alltag, in deinem Leben hier in Deutschland? Und darunter gibt es auch andere, eine Frau, eine türkische Frau. Ihr Mann wurde ermordet. Ihr Mann lag auf ihrem Schoß. Sie begann zu weinen. Dann sagen sie, warum weinst du? Reicht. Sie sagt, ich weine nicht. Sie sagte wortwörtlich, ich weine nicht um meinen Mann aus Trauer über den Verlust, sondern aus Trauer darüber, dass wir einander nicht mehr begleiten können. Aber ich habe ihn an Gaza geschenkt. Allahu Akbar. Sie hat ihn an Gaza geschenkt. Ein Geschenk. Was hast du für Gaza geschenkt? Was hast du an Gaza geschenkt? Das ist eine türkische Frau, die zu allen Muslimen zeigt, was ist Opferung für Gaza und für diesen Menschen. Lass uns mal bitte die Schlussfolgerungen und Lehren aus diesen Tragödien. Nummer 1. Immer und oft hörten wir, wie die Israelis dieses Feigenblatt immer zeigen,
Verteidigung. Wir wollen uns verteidigen. Dieses Feigenblatt ist gefallen. Ist nicht mehr da. Denn das sind Leute, sie wollen Ernährung bringen. Die Sache hat nicht damit zu tun, über militärische Sachen, sondern ihr wollt diese Gaza-Leute bestrafen. Eine Strafe, wal-iyadu billah, die ihr auf euren Schultern bringt. Was habt ihr denn von diesen Leuten erwartet? Wenn ihr ihr Zuhause, in ihrem Zuhause reingeht und auf einmal beginnt er sie zu schießen und zu töten und zu vertreiben. Was erwartet ihr denn? Dass sie euch Blumen geben? Dass sie euch küssen? Was erwartet ihr? Außer, weil diese Leute Männer und Frauen sind. Diese Leute sagen Nein zu Ungerechtigkeit, egal woher das stammt. Nummer zwei. Die Israelis wollen mit dieser Aktion allen Organisationen und Menschenrechtsorganisationen einen Brief schicken, in dem sie ihnen sagen, jetzt gibt es nicht mehr. Wenn jemand sich traut, sowas zu wiederholen, kriegt er das Gleiche. Was ist denn passiert? Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala vervollkommnet sein Licht. Jetzt melden so viele Freiheitsflotten aus der ganzen Welt. Sie geben Termine und sammeln Menschen, indem sie das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal wiederholen. Und das ist eine Sache, womit sie gar nicht gerechnet haben. Eine andere Sache. Wir sagen zu den arabischen Regierungen, auch die dabei geholfen haben, bei dieser Blockade, hört auf. Hört auf mit euren Ignoranz. Das ist eine Bestätigung der Diskrepanz zwischen euch und eurem Völker. Eine große Entfernung von eurem Völker. Jedes Volk leidet für das Leid von Gaza. Und die Regierungen sprechen nicht die Worte ihrer Völker. Eine andere Sache ist, diese Freiheitsflotte gibt allen entrechteten Menschen auf dieser Erde Hoffnung. Hoffnung und Mut und Kraft, dass der Entrechtete immer am Ende siegt. Und dass der Entrechtete immer am Ende geholfen wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass er sein Recht im Diesseits und danach auch im Jenseits bekommt. Noch eine andere Sache. Diese Freiheitsflotte hat auch das Gesicht von Europa gezeigt. Wo man über Menschenwürde und Menschenrechte oft spricht und in ihren Grundgesetzen das reinführen. Und was haben wir gesehen? Eine totale Ignoranz von dieser Tragödie. Und jetzt kommen Dinge, womit sie die Menschen ablenken. Mit ihren Finanzzauberformeln und mit ihren Weltmeisterschaften, damit sie die Menschen ablenken von den grundlegenden Werten, die sie eingeführt haben. Wir sagen, bleibt gerecht. Bleibt gerecht. So wird Allah der Herr, unabhängig von eurer Religion. So wird Allah euch im Diesseits ein gutes Leben schenken. Im Diesseits könnt ihr euch freuen über Entwicklung und Kraft und so, solange ihr gerecht bleibt. Und deswegen, viele von den islamischen Finanzexperten, sie sagen, alles was heute passiert ist, in dieser Finanzkrise und Wirtschaftskrise, kommt aus Dingen, die im Islam seit 1400 Jahren verboten waren. Jetzt hörten wir, Wallahi, ich habe gelacht, als ich vor 2 Wochen gehört habe, Deutschland hat um Mitternacht, 12 Uhr Mitternacht Leerverkäufe verboten. Ich sage, ach so, um Mitternacht. Bei uns wurde das vor 1400 Jahren verboten. Leerverkäufe, Bay'ul Gharar, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam total verboten hat, dass du Fisch verkaufst, bevor du ihn angelst. Das ist das. Man verkauft Waren, was man gar nicht besitzt. Ausbeutung durch Zins und Wucherzins.
Wallahi, sie trauen sich nicht zu sagen, das sind eigentlich unsere Probleme. Aber die Sache ist so kompliziert, dass es kein Rückkehr mehr gibt, keine Entfliehen mehr gibt. Und deswegen muss man von rechts und links ein paar Lösungen suchen und alles auf Kosten der armen Menschen, damit man die großen, gewaltigen Banken rettet. Müssen die Steuerzahler und diesen armen Menschen das tragen. Und wir sagen, alles läuft darum, dass es, was Sünde ist im Islam, man sieht das in der Tatsache. Und wir sagen, Alhamdulillah, Allahumma inna nushhiduka wa nushhidu malaikataka anna dinaka al-Islam dinul haqq. Wir bezeugen es, dass der Islam die wahre Religion ist. Die Herausforderung von dem 21. Jahrhundert, die Gerechtigkeit, die volle Gerechtigkeit im Finanzbereich, im Wirtschaftsbereich, in allen Bereichen. Was ist, meine liebe Brüder, was sind unsere Verpflichtungen? Das lassen wir inshallah ta'ala im zweiten Teil unserer Khutba. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. يا رب استغفر الله. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Meine liebe Brüder und Schwestern, was heißt das für uns Muslime aus den islamischen Sichten? Was heißt das für uns? Alhamdulillah, Nummer 1, fangen wir mit der spirituellen Seite, mit unserer Verbindung zwischen uns und Allah subhanahu wa ta'ala, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Wenn Allah euch den Sieg gibt, dann gibt es keiner, der euch besiegt. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Verwalter. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allmächtige. Er hat die Macht über allen Dingen. Deswegen Nummer 1, الدعاء, الدعاء, الدعاء. Bete für deinen Brüdern, deine Schwestern in der Welt, die unterdrückt und ungerecht behandelt werden, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie stärkt und dass Allah subhanahu wa ta'ala sie befestigt und dass Allah ihnen Standhaftigkeit und Geduld gibt, denn sie sind in der Front. Sie sind dort und leiden jeden Tag und brauchen deine Dua. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِيَ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Und wenn meine Diener dich fragen, nach mir fragen, dann sag, ich bin nahe zu euch.